Hallo meine lieben Freunde, es ist wieder Samstag, 11 Uhr. Und was haben wir da auf dem Kalender stehen? Genau, alte Liebe rostet nicht. Und wieder mit dabei der Holger natürlich. Und heute auch mal unser Freund Arko. Na, sehr schön. Hallo René, hallo zusammen. Ja. Er hat sich mal nicht ablenken lassen diesmal. Hat sich nicht ablenken lassen. Na, das ist gut. Schön, dass wir den auch mal wieder sehen, ne? Ich meine, es ist ja Ja. so, ne? Es ist ja wie Kaltwasser, ne? Kaltwasser brennt und Akku hört wie Kaltwasser. Aha, okay, das kannte ich jetzt so noch nicht, aber macht Sinn. Klingt schlüssig. Klingt schlüssig. Ja, ist schon spät. Guck mal, wir haben nach 14 Uhr. Ja, stimmt auch wieder. Ja, also, wie gesagt, Samstag holen wir wieder die alten Schätzchen raus. Eins steht schon hier. Bisschen schmutzig, aber für die Arbeit, was wir damit vorhaben, man sieht es am Fass hinten dran, denke ich, ist das durchaus legitim. Wir haben ja am letzten Mal dieses Feld 6, die Sojabohnen, angefangen zu dreschen. Das haben wir noch beendet. Ja, und jetzt müssen wir wieder Kalk drauf, Gülle drauf, grobern. Das volle Programm, ne? Genau. Und dann mal Jo. schauen, was wir eindrillen dann da drauf wieder. Ja, das werden wir wahrscheinlich aber heute gar nicht schaffen, aber machen wir uns auf jeden Fall Gedanken. Gedanken haben wir uns auch gemacht. Letztens ist der Güldner weggegangen, dafür haben wir ja den wunderschönen Hanomag. Da hat ja der Holger den Schnapper des Tages gemacht mit dem Tausch. Ja, das war eigentlich ein Schnapper. Und jetzt haben wir noch unseren alten Lanz verabschiedet, weil wir haben uns jetzt doch entschlossen, hier uns den schicken Schnieken dazu zu legen. Der ist vom selben Modder, der auch den Hanomag gemacht hat. Jetzt ist mir's entfallen. Sehr schönes Gerät hier. Mit Simple IC und natürlich viel Schnickschnack dran. Die Kenner werden das Ding schon kennen. Na, hier hat man jetzt so eine Animation von dem Vorglühen da vorne und. Ich würde sagen, wir schmeißen das Ding mal an, oder? Ja, machen wir mal, Würde komm. ich einfach mal sagen. Also, wir machen erstmal hier vielleicht die Klappe auf. Warte, so. Dann steckt man da das Lenkrad an. Und hier vorne die Lötlampe rein. Und dann wird er hier im Original mit diesem Rad da angedreht. Alles sehr, sehr schön animiert, muss ich sagen. Dauert natürlich im realen Leben, denke ich, um einiges länger, ne? Ja. Ah, mag er nicht. Ich denke, es ist noch nicht die Temperatur. Irgendwie will er nicht anspringen. Also, wir probieren es einfach nochmal. Jetzt ist es ja doch fast wie im realen Leben, Holger, oder? Ja. Der Akku ist schon flitzen gegangen. Der läuft doch noch gar nicht. Nee, anscheinend mag er dieses Zischen nicht. Jetzt Ah. kommt er. Jetzt läuft er, siehste. So, dann machen wir die Klappe wieder zu. Und dann können wir schon mal eine Runde drehen hier mit dem Ding. Wir haben ja auch die leistungsgesteigerte Variante mit, waren es 75 PS, ja, ne? 75, ja. Ein Träumchen, das Ding.
Sind du schon mal eine Runde mit dem Ding gefahren? Nee, ne? Nee, noch nicht. Aber klingt so schon mal gut. Also dann, komm, mach mal los hier. Schwing dich mal auf den Sitz. Gut, ich habe jetzt noch keinen Elchtest damit gemacht. Ja, also das ist ja eigentlich ein Schlepper für die Straße, ne? Boah, der geht ab wie die Luzi. Ist ja keiner, der eine Hydraulik hinten, also Zapfwellenanschluss hat. Ne? Das ist eigentlich ein reines Zugfahrzeug. Aber es ist super schön. Ne? Und ich habe mir überlegt, mit dem Ding werde ich heute den Kalkstreuer ziehen, weil der Kalkstreuer braucht ja keine Zapfwelle. Der wird ja einfach über die Räder, wenn die sich drehen, wenn man den zieht, wird ja hinten der Streuteller angetrieben. So, und los geht's. Jetzt willst du mit dem neuen Schätzchen aufs Feld. Ja, der ist doch nie bloß zum Angucken, oder? Boah, schade, oder? Ja, sicher. Oder soll ich einen anderen nehmen? Nein, nein, versuch mal, vielleicht. Ach komm, das muss der schon abkönnen. Kannst du den Elchtest ja auf dem Feld machen mit dem. Das ist ein Arbeitstier, ne? Das war es früher schon und heute noch so bei uns. Ja, gut. Ja, da würde ich mir jetzt den Kalkstreuer da ranschmeißen. Wir haben einen Anhänger, aber das sehen wir jetzt gleich hier oben auf der Rampe stehen mit dem Schlepper dran. Und dann wird rückwärts unten mit dem Streuer an die Rampe gefahren, Kalk aufgeladen, weil wir haben einen ganzen Anhänger gleich gekauft. Das Feld ist nicht gerade klein, ne? Nee, aber auch ist auch günstiger, wenn du es lose kaufst, als wenn du es dauernd in Säcken holst, ne? Ja, eben. Weil dann geht immer mal ein Sack kaputt und dann liegt das Zeug rum. Komm mal mit, wir müssen mal was zeigen. Ja, und dann muss ich dann wieder mit der Zahnbürste alles sauber machen. Ja, deswegen will ich ja mit dir mal dahin gehen, dass wir unserem Zuschauer Helmut Möschheit, sei gegrüßt an dieser Stelle. Ja, Grüße sind raus, genau. Der hatte sich ja wieder aufgeregt, dass hier noch so Düngerreste oder irgendwas rumlaufen. Siehst du, der Holger hat alles mit der Zahnbürste, nämlich mit der ohne Borsten, weggeputzt, genau. Hier sieht aus wie neu. Ratzeputz, da kannst du mit dem Handschuh über den Asphalt gehen. Okay, Spaß beiseite, wir fangen an. Genau. Ach so, und eins möchte ich noch erwähnen. Heute Abend, 20 Uhr, wollen wir einen Livestream machen. Und zwar von der Schönkarte unter Griesheim. Da haben wir ja schon zwei größere Let's Plays gemacht. Neues Projekt. Und dort wollen wir einen Livestream machen und wollen die Karte quasi jetzt vorbereiten, um dann den Seasons Mod reinnehmen zu können. Sprich, morgen sollen da... Quatsch, morgen, was erzähle ich denn heute? Sollen da die Felder alle abgeerntet werden. Klee haben wir noch zu mähen, Heu zu machen und. Sodass wir dann... Ölrettich noch drauf machen können. Ob wir das im Stream schaffen, weiß ich jetzt nicht. Und dann kommt der Seasons Mod drauf, ne? Genau, so wäre der Plan, ja. Also wenn ihr Lust habt, Zeit habt und dabei sein möchtet, schaut gerne mit rein. So sehe ich das auch. Freuen. Ne? 20 Uhr geht's los. Hier auf meinem Kanal, der Sachsenbauer. Genau, und dann werden wir einen schönen Abend gemeinsam erleben. Das hoffe ich doch, dass wir von irgendwelchen Pannen verschont bleiben. Wieder was dazulernen, weil die Community ist ja doch ein bisschen, also schon, das heißt ein bisschen, schon wissbegierig, ne, was das betrifft. Ja, das finde ich auch, und das finde ich auch schön, dass die alle so... So auch da mit umgehen und sich da mit kümmern und Interesse zeigen. Sehr schön. Kippst mal was rein, bitte. So, müsste voll sein. Ja. Der Anhänger ist wohl elektrisch angetrieben. Warum? Ich greife bloß mal vor, weil sonst kriegt man es wieder aufs Brot geschmiert. Du hast den Motor nicht an. Oh, upsi. Upsi. Sorry. Sonst kriegt man es wieder aufs Brot geschmiert, weißt doch.
Mein Fehler. Ist nicht so schlimm. Ich mach's wieder gut. So, gut. Ich werde mal jetzt hier mit dem Kalker vorwegfahren. Oh, kommen wir hier vorbei? Doch. Oh, der hat aber ganz schön einen Anzug, oder? Der geht wie die Feuerwehr. Also gegenüber unserem Alpenlands hier ist kein Vergleich. Schön. So, müssen wir hier hinten in der Ecke mal anfangen. Jetzt weiß ich gar nicht, der hatte glaube ich nicht so eine riesen Arbeitsbreite hier, der Streuer. Scott, hat man den Streuteller wieder ein bisschen gängig gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder haben wir den Düngestreuer dazwischen gehabt? Das hört sich auch an dazwischen. Also, irgendeinen von den Streutellern haben wir auf jeden Fall in der Werkstatt gehabt. Sagen wir es mal so. Hört sich besser, glaube ich, an mit dazwischen. Ja, da müsste ich aber jetzt noch ein bisschen warten, ne? Ja, mal ein, zwei Bahnen solltest du mir vielleicht Vorlauf lassen, sonst fühle ich mich so gedrängt. Okay. So. Also der Streuteller dreht bis jetzt wunderschön hier. Ich glaube, das ist der, den wir in Ordnung gebracht haben. Ich bin mir nicht sicher. Also einen von den beiden haben wir definitiv repariert. Aber welcher es jetzt war, kann ich dir weiß Gott nicht mehr sagen. Aber wenn es ja noch funktioniert, dann war es der. Nee, funktioniert super. Genauso wie der Lanz, der funktioniert natürlich auch super. Wer ihn vielleicht noch nicht kennt und sagt, okay, wo finde ich den? Den Lanz findet ihr bei Forbidden Mods, ebenso unseren schönen Hanomag. Ist beides von demselben Modder. Weiß jetzt leider den Namen nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mir fällt der jetzt aber auch gerade nicht ein, sorry. Er macht richtig schöne Mods, also muss man schon sagen. Kann ja dann, wenn ich jetzt auf der Rücktour bin, was zeigen. Gibt zum Beispiel so ein kleines Feature hier. Wenn man blinkt, hat er noch so einen Winker hier dran. Seht ihr das? Hinten hat er ein Blinklicht, ein Rücklicht und vorne halt diese Winker. Kennt man vielleicht noch auch von alten Autos, ne? Aus den 30er Jahren. Und ich habe das sogar bis Anfang der 50er noch verbaut wurde, diese Winkerkellen da. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber Mitte 40er glaube ich schon noch. Ja, 50er. Naja, da werden dann doch die Blinker, denke ich mal, auf dem Vormarsch gewesen sein. Normalen Blinker, sage ich jetzt mal, so wie wir sie kennen. Aber wenn es einer weiß, kann das ja gerne in die Kommentare schreiben. Genau, da sind wir ja schon wieder beim Thema, ne? Gerade ja. Wie auch mit den Handys, da haben uns ja auch einige Zuschauer ein bisschen Hintergrundinfos gegeben. Genau, vielen Dank dafür nochmal. Mach ja mal eine halbe Bahn überlappend, ne? Nicht, dass du denkst, hier, wir haben zu viel Kalk, aber ich will, dass wir eine gerade Kante haben dann. Okay. Ja, ich lass dich mal machen. Das ist schön. Lässt mich einer wenigstens mal was machen. Das macht doch mal Spaß zuzusehen. Das sag ich auch immer. Das sag ich zu meinen Kollegen manchmal auf Arbeit. Also, Arbeit ist schön. Ich könnte den ganzen Tag zugucken. Aber ich denke, ich könnte jetzt mal starten, ne? Eine Bahn. Ja, ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr so weit kommen. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Bahn noch. Na doch, 34%. Dann muss ich nochmal nachtanken wieder. Haben den Streuer auch ein bisschen fetter eingestellt, will ich jetzt mal sagen. So würde man es beim Vergaser sagen. Ne? Fetter eingestellt, das Gemisch. Einfach, dass ein bisschen mehr rauskommt, weil viel hilft viel, bin ich immer der Meinung. Ja, manchmal ist das so.
es jetzt beim Kalk so ist, ja, Fragezeichen. Fragezeichen. Aber ich sehe gerade, ich bin gar nicht genauso breit, wie du eine Kalkspur ziehst, also müsste das hinhauen. Ja, da kommen wir uns ja gar nicht so in die Quere. Ich hatte nämlich jetzt auch nicht mehr so das vorm geistigen Auge, wie weit oder wie breit schmeißt das Güllefass. So, ich hoffe, ich komme noch durch hier. Du müsstest aber auf jeden Fall dann, wenn du fertig bist mit Kalken, mal übernehmen bitte mit dem Güllen, weil ich habe heute noch einen ganz dringenden Termin. Du hast noch einen Termin? Ja. Ja, wie hast du das gedacht? Wir sind hier am Aufzeichnen der alten Liebe, da kannst du doch nicht einen Termin haben. Ja, ich konnte den Termin leider nicht verschieben. Also das heißt, so viel wie... ich gülle jetzt, bis du fertig bist mit Kalken und dann werden wir mal Flix tauschen. Ich bin noch nicht lange, Das macht mich schon wieder neugierig. Aber ich weiß ja, dass du mir eh nichts verrätst. Du hast ja letzte Woche schon irgendwas angeschnitten, da hast du mir auch nichts verraten. Die ganze Woche lang nicht. Nö. Ja, nö, genau. Gemein, das, oder? Das ist was, was mich fertig macht. Das macht mich sowas von fertig. Ja, es liegt eben irgendwie in der Natur eines Menschen, ne? Man muss alles wissen. Irgendwie. Wenn man so kleine Geheimnisse, so stückweise so rauskitzelt, da muss man direkt das Ganze wissen. Ja, das ist es ja nicht. So Überraschung, so, das ist ja schick und schön alles. Aber weißt du, wenn du einer was anschneidet und dann hast du ja Kopfkino. Was macht er denn? Was meint er denn? Und dann kriegst du es nicht verraten. Das ist schwer. Lass dich doch einfach überraschen. Ja, mach ich auch. Ich weiß, dass ich nichts rauskriege und lass mich jetzt mal treiben. Ich bin da hartnäckig, glaub mir. Ja, das glaube ich. Mittlerweile habe ich dich ja nur auch schon da so von vielen Seiten kennengelernt und das ist eine davon. Wenn du nichts sagen willst, dann sagst du nichts, ne? Nö, sagt meine Frau auch immer. Das versteht meine Frau nicht. Nö, wenn ich was nicht sagen will, dann mal. Ja, meine Frau ist auch immer so gewitzt, das war ja auch früher zu Weihnachten. Wir wissen jetzt ja, wenn du das geschenkt bist, so nichts mehr. Aber zwischendurch schenkt man ja auch wieder den Frauen so kleine Präsentchen mal oder so. Ne? Wie nennt man so im Männerjargon, so ein bisschen bei Laune hält. Genau. So, und dann habe ich dann auch mal zu meiner Frau gesagt, so, ich muss gleich noch unbedingt weg. Ja, wohin denn? Ja, sag ich, kann ich nicht sagen. Ja, sag doch, wohin willst du denn? Sag ich, muss da irgendwas hin, was besorgen. Ja, wir haben auch noch schon einkaufen. So wie die Frauen dann sind, ne, die... pieksen dann so lange, bis sie meinen, da haben es dann raus. Und bei mir ist das ja, so. Die, ich weiß schon, wie die Frauen, ne? Die wollen dann immer, die wollen dich in einen Fehler reindrängen, dass du dich dann irgendwo verquatschst, weißt du? Ja, und bis jetzt, toi, 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 ich klopfe auf Holz, also hat es nicht geschafft. So, ganz nebenbei, das ist, wie gesagt, hier der Hanomag Robust. Auch vom selben Modder, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das ist... der Neuzugang der letzten Woche. Wunderschönes Gerät. Wunderschön. Und den hat der Holger tauschen können gegen unseren alten Güldner. Ja, weil der sucht die händeringend, wie gesagt, und Schlepper mit Frontlader und der hat ja nicht einen einzigen am Hof stehen, ne? Also der hat ja Schlepper genug da stehen, nur eben halt kein mit Frontlader. Ja, und den Güldner hat er ja speziell gesucht, ne? Einen Güldner mit Frontlader. Ja, weil er auch die Ersatzteile dafür alle hatte, nur eben halt den passenden Güldner nicht dazu. Also im Ganzen jetzt, meine ich jetzt. Ne? Also ja, ist schon, genug. Ja, ist schon verstanden. Ja. So, warte mal, ich muss hier mal noch ein Stück zurück. So. Und weiter geht die wilde Fahrt. Hast du den Kalkstreuer aufgefüllt? Ja. Hast du auch den Motor angemacht? Ja. Okay. Ja, weil ich habe es gerade nicht gesehen, deswegen frage ich mal. Ich habe kein Allrad eingeschalten. So, jetzt gibt's noch eine zurück.
Hast du Wasser aufgefüllt? Nein. So. Nein. Gut, alles klar. Jetzt ist gut, jetzt sind wir durch. Ja. Oder war da noch was in der Vergangenheit, was wir vergessen haben? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Der Hof ist sauber, also kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Na, du wirst sehen, der Helmut, der wird uns wieder, irgendwas wird er schon wieder drunter schreiben. Der ist halt auch sehr, sehr kreativ. Der findet mit Sicherheit wieder irgendwas. Aber das ist ja auch das Schöne, ne? An den Kommentaren immer, ne? Die sind immer schön herrlich. Ja. Herrlich. Herrlich, ehrlich. Hm, ja. Wir freuen uns auch über jeden Kommentar. Und auch wenn sie lang sind manchmal, weil die Leute schreiben ja manchmal, oh, jetzt habe ich so viel geschrieben und so. Nee, im Gegenteil, ich finde das schön, wenn sich einer richtig Gedanken macht und da viel schreibt. Also kommt nicht darauf an, es muss nicht immer viel sein, ne? Aber wenn es so ist, dann finden wir das genauso schön und lesen das auch sehr, sehr gerne halt. Genau. Da einer richtig reinhängt und Gedanken macht. Und genauso wie wir auch vom kleinen Farmer Joe schon mal zwischendurch die Tipps kriegen von irgendwelchen Mods oder Anregungen vielleicht. Das ist genauso schön. Also jetzt nicht nur spezifisch auf die Leute, sondern generell auf die Kommentare jetzt gelegt, das Ganze. Das ist immer schön. So, die Sonne steht schon so tief, man sieht den Trecker kaum hier. Dabei ist es da erst mal kurz vor drei. Tja. Also auf der Karte zumindest, ne? Naja. Bin ich auch mal gespannt, ob der Lanz richtig schmutzig wird. Die Räder werden auf jeden Fall schmutzig. Mal schauen, ob der Lanz selber auch Dreck annimmt. So, jetzt habe ich hier ein bisschen sehr viel Überlappung, aber ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, viel hilft viel. Denke ich zumindest. Würde ich denken, ich tue hin, wieder wo du angesetzt hast, auch ansetzen, dann sind wir ungefähr gleich. Kannst du machen. Weil so sehen wir uns zwischendurch auch nochmal. Ja, also riechen tue ich dich auf jeden Fall, also ja. Nicht dich persönlich, aber dein Fass da hinten dran und den Inhalt. Gott sagen, ich habe ein frisches Hemd angezogen extra. Ja, hättest glaube ich auch das alte anlassen können. Jetzt wo du es sagst, stimmt eigentlich auch, ja. Ist einfach so. Aber na gut, das ist nun mal so, ne? Gülle stinkt, Mist stinkt. Gehört nun mal dazu zum Leben eines Landwirts. Genau so ist es. Immer noch die beste, günstigste Düngestufe. Ja. Ja, Gülle sollte reichen, hoffe ich mal, für das Feld. 30.000 Liter haben wir knapp, Kühe und Schweine zusammengerechnet. Ja gut, ich habe jetzt einmal nachtanken müssen, also dann wären 12.000 Liter weg. Puh. Ja, mal gucken. Puh. Das Feld ist aber schon noch ein bisschen breit, ne? Wir das nicht sogar schon mal versucht zu güllen und dann war uns hat es auch nicht gereicht. Ich glaube, ein Anhängermist mussten wir noch nachsteuern, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich fürchte, das wird uns vielleicht heute auch wieder passieren. So, genauso ob ich jetzt mit dem Kalk bis zum Schluss komme. Ich bezweifle es. So, und schon war er alle. Also Holger. Bin nicht bis hinter gekommen. Du kannst dir Zeit lassen mit der Bahn. Jetzt machst du mal eine Pause zwischendurch. Ich muss eh auffüllen fahren. Ach so, du auch. Na, dann ist ja gut. Ich auch. Deswegen würde das passen jetzt gerade. Das ist gut. Ja, aber da ist doch ganz gut, dass wir einen ganzen Anhänger Kalk geholt haben. Und wie gesagt, günstiger, ne? Ja, und die vielen Säcke, die wir da jetzt schon wieder hätten reingekippt. Eben noch den Rest von uns jetzt hier.
Ja, und der Händler hat ja selber gesagt, ne, kauft lose Ware, ist günstiger, ne? Und vor allen Dingen auch schneller verfügbar, ne? Oh, und er hat gleich wieder einen ganzen Anhänger Kalb verkauft. Das ist ja nicht doof. Ja, richtig. Aber wenn man sich das Ganze mal umrechnet, wenn du zum Händler fahren musst, ja eh, ob du jetzt Sackware holst oder ob du mit dem Anhänger dahin fährst. Nee, ist richtig. Alles richtig. So. So, gesund ist das wahrscheinlich nicht, was ich hier mache. Also zumindest nicht für den Schleppermotor. Kurz anmachen, um zu kippen. Aber ohne Motor ist eben auch nicht so schön. Ach, jetzt habe ich den Lanz ausgemacht. Ja, bin ich denn? Ja, dann glüh mal vor. Da muss er noch heiß sein. Ach, blöd. Naja, gut. Aber ich denke, jetzt dürfte es nicht so lange dauern mit dem wieder anschmeißen. Eigentlich ja nicht, ne? Wir drehen mal wieder am Rädchen. Am Rad drehe ich ab und zu mal, ja. Kommt schon mal vor. Oh, was passiert? Siehst du, jetzt kommt er doch schon schneller. Hat nicht so lange gedauert wie vorhin. Nee, aber ich wollte eigentlich sagen, die Traktoren, habe ich mal irgendwo gehört oder gelesen, man soll sie eigentlich nicht so kurz starten und gleich wieder ausmachen und so. Deswegen lassen sie sie doch dann laufen halt. Ja. Ein Dieselmotor mag das eben auch nicht so, ne? Das ist richtig. Dieses An-Aus, das kann man mit dem Benziner machen. Wenn jetzt ein Grüner zuhört, der wird vielleicht wieder die Hände im Kopf zusammenschlagen. Ist aber so. Mir auch mit den Grünen, das weiß ich noch. Es war noch zu D-Mark-Zeiten. Was haben die da, wie die das erste Mal in die Regierung kamen, was haben die noch gesagt? Der Liter Sprit muss 5 D-Mark kosten. So waren sie dran. Und was haben sie selber gefahren? Die dicksten Mercedes nachher, die sie in der Politik waren. Da hat kein Haar mehr danach gekräht. Ne? Tja. Und von den 5 D-Mark, wenn du das jetzt mal halbierst, sind 2,50 Euro, ja, da waren wir schon mal fast, ne? Und jetzt dank der neuen Steuer hier, ich weiß gar nicht, wie sie sich richtig schimpft, aber die ja nun ab Anfang 21 wieder erhoben wird, sind wir wieder auf dem Weg dahin. Ja, die müssen ja das Corona-Geld jetzt wieder reinkriegen, irgendwo, was sie da ausgegeben haben. Ja, die wollen uns einfach zwingen, dass wir hier so ein Elektro-Dingens da uns holen. Das ist auf der Erde gerade so gewesen, genau wie auch im Bahnleben. Ich werde mir nie ein Elektroauto zulegen. Nee, so lange wie geht, wird Verbrenner gefahren. Das ist alles noch nicht ausgereift, diese ganze Technologie. Die Reichweiten, die Ladesäulen, das Netz ist sowas von dünn. Nee. Und ich hätte immer auch Angst, wenn du da einen Unfall hast oder was. Und das Ding fängt an zu brennen. Ja, also wie gesagt, ich bin da kein Freund von und ich werde da so schnell auch kein Freund von werden. Vor allem viel zu teuer. Ja, das ist es. Und ich finde es ja immer so, dann das, wenn dann so gesagt wird, ja, und dann kannst du hier noch grünen Strom kaufen. Ja, wo kommt der grüne Strom her? Vielleicht aus dem maroden polnischen Braunkohlenkraftwerk oder aus dem maroden Atommeiler aus Belgien oder sonst wo, was da noch für Zeug rumsteht. Das ist doch irgendwo alles, ich finde es alles Verarsche. Naja. Ja, ich meine, es ist ja nicht nur das Auto, was du kaufen musst, ne? Du musst ja auch die Batteriemiete jeden Monat trotzdem zahlen. Ne? Ja, und eben gerade auch diese Lithium-Batterien. Die Lithium-Vorkommen auf der Welt, die sind sowas von zusammengeschrumpft. Ich habe mal irgendwo einen Bericht gesehen, schon eine ganze Weile her. In Südafrika wird ja auch viel Lithium gewonnen. Was heißt viel?
Aber die Minen, wie viele tausend Meter, die schon unter der Erde sind. Ja. Tausende Meter, nicht bloß hunderte. So, und irgendwann ist der Rohstoff erschöpft und was machen sie dann? Tun sie sind Segel oben drauf spannen, oder? Alles kannst du ja nicht recyceln von dem Zeug. Du kannst bestimmt viel recyceln, aber es kommt nie wieder 100% raus, sonst wären wir ja beim Perpetuum mobile. Einmal anschmeißen und läuft ewig, ne? Ja, richtig. Ja, keine Ahnung, wo das noch hinläuft, in welche Richtung. Ja, im Moment wirst du ja regelrecht dahin gegängelt und geführt, eben dich für so ein Elektroding da zu entscheiden. Aber die Leute, die dich davon überzeugen wollen und die da in der Politik sitzen, die fahren aber alle kein Elektroauto. Nein, Gottes Willen. Ja. Gab ja vor, wann war denn das mit diesem grünen Politiker, ja, ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber ist ein türkischer Name, sagen wir es mal so. Das weiß bestimmt jeder, wen ich meine. Ja, du hast den Namen nicht gesagt. Eben. Der ja sich immer rühmt, dass er doch zu den Bundestagssitzungen da mit dem Fahrrad kommt. Das Fahrrad stellen sie dem drei Ecken vor den Bundestag und dann kommt er bis dahin gefahren mit dem Chauffeur, einem dicken A8 oder was weiß ich, was sie so fahren. Ja. Wird kurz gewechselt, aufs Fahrrad gestiegen und die letzten 5 Meter Fahrrad gefahren. Nee. Aber so ist es, ne? Ich stelle mir das dann immer noch lustig vor, ne? Die haben ja nur alle dann ihre Personenschützer dabei. Wenn der geradelt kommt und dann radeln noch irgendwelche Leute mit dunklen Sonnenbrillen vor ihm, hinter ihm, neben ihm. Bitte für die Götter. So sehe ich das. Was denkst du denn, bei den Schweinen wird es alle werden mit der Gülle auf jeden Fall, oder? Das ist definitiv, wird das gleich alle sein, weil ich fahre jetzt wieder tanken und dann denke ich mal, wird der letzte Rest sein. Naja, ich fahre jetzt auch wieder runter. Und dann haben die Kühe noch. 14.000. Puh. Was ging das Fass rein? 6.000? 8.000? Ne, 6.000. Noch ein bisschen reduzieren kannst du nicht. Nein. Naja, was mut, das mut, ne? Geht leider nicht. Aber ist nicht so schlimm. Ich denke mal, es wird reichen. Vielleicht. Else, was sagst du denn hier zu dem Lanz, hä? Die guckt ganz interessiert. Sehr schön. Sorry, dass ich dich unterbrechen musste, aber die stand jetzt hier am Weidezaun und hat da ganz interessiert geguckt, als ich jetzt hier runtergefahren bin. Ja, das ist ein neuer Schlepper auf dem Hof. Kennt sie ja nicht. Das Geräusch wollten. Ja, wobei, das Geräusch kennst du, wir hatten ja schon einen. So, mal sehen, was wir noch so rauskriegen hier. Also anderthalb Güllefässer kriege ich noch bei den Schweinen raus. Und dann hätte man, wie gesagt, noch die 15.000 Liter noch bei den Kühen. Müsste also reichen. Was ist denn jetzt? Wieso kann ich ihn hier nicht kippen? Weil vorne ist ja nur das schmale Stück jetzt. Ja. Ich glaube, der Anhänger ist gewandert. Ich muss da an die Rampe ranfahren. Ich habe ihn auch nicht gerade hingestellt, gebe ich zu, aber so schief bin ich der Meinung nicht. Wisst ihr? Also wissen wir ungefähr für die Zukunft, so roundabout 30.000 Liter brauchen wir für das Feld. 30.000 Liter, ja.
Wahnsinn, oder? Wenn wir da die 16 mal machen wollten, also da kommst du bei weitem nicht hin. Ich meine, das Feld 6 ist auch nicht klein, aber die 16, da kannst du bald 50.000 Liter rechnen. Ja. So, wenn du da mit denen kommst. Vor allem bist du dann ganz schön am Fahren. Ne? Entweder man müsste sich dann noch ein zweites Güllefass zulegen. Es ist ja nicht gerade um die Ecke. Nö, das eine nur eben halt am Zubringen ist, quasi. Also den Mais ja, den müssen wir dieses Mal auch mit unter grobern. Mais? Hier stehen an der Ecke Maispflanzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die fest in die Karte integriert sind. Ob wir die überhaupt wegkriegen. Aber sie müssten weg, sagen wir es mal so. Weil es sieht nicht schön aus. Aber es ist schönes, tiefenentspanntes Fahren mit dem Lanz hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, siehst du. Oh, siehst du? Ich muss ein bisschen hier gucken, wo ich lang fahre. Sonst lasse ich wieder einen Streifen weg. Das wäre nicht günstig. Viel den? Kalk, habe ich ja gesagt. Den Mais meinst du, okay. Ja, an der Ecke von einem Fahrsilo. Ja, wenn sie nicht weggehen, nehmen wir sie zum Grillen. Das wäre was. Wobei, ganz ehrlich, schmeckt mir nicht besonders gut. Nee, mit Butter? Ach nee, ich mach mir nichts. Weil der Maiskolben schmeckt ja nach nix. Ja. Also, du sollst hin, also ist schon klar, dass der nichts schmeckt. Aber wenn ich den grille zum Beispiel, den tue ich schön einlegen in eine Buttermarinade, also wälze ich den dann durch den Grill, dass da Geschmack dran kommt. Aha. Ja gut, dann muss ich das mal probieren. Komm, bei dir, wenn wir wieder reisen dürfen, dann muss ich das mal kosten. Also das, was ich bislang so an gegrillten Maiskolben gegessen habe, ja, 100% geschmacksneutral war das. Du kannst auch ganz extrem hergehen. Du kannst so einen Chili-Dip machen zum Beispiel. Ja, wer jetzt ein bisschen auf die schärfere Variante steht, jetzt sind wir schon bei Kochrezepten hier oder was gelandet. So ein Chili-Dip machen und eine Nacht lang die Maiskolben diesen Chili-Dip einlegen. Mhm. Und dann tust du es auf den Grill. Mhm. Naja gut, saugt sich voll, macht Sinn. Kann ich nachvollziehen. Das schmeckt echt, kann ich nur empfehlen. Also definitiv. Mhm. Sehr, sehr lecker. Aber ist halt die schärfere Variante. Ja gut, in gewissem Maß gehe ich da auch mit. Ich mag es jetzt nicht zu scharf, also dass da hier die Augen drehen und du nach Luft schnappst. Das ist nicht meins, aber oh, schon. Gesunde Schärfe ist schon lecker. Weil es ist ja wie du sagst, das Kolben hat ja eigentlich keinen Geschmack. So. Und damit gibst du ihm ja den Geschmack. Also dann so ein bisschen angegrillt. Lecker. So, siehst du, kommen wir ja doch diesmal mit hin. So, genau bis hierhin bin ich jetzt gekommen. Jetzt sind noch 2000 Liter beim Schwein drin. Passt doch diesmal. Ja, dann lass die doch drin und hol den Rest erstmal bei den Kühen raus. Ja. Würde ich denken, oder? So, jetzt müssen wir uns aber vielleicht heute doch noch in der Folge Gedanken machen, was wir aufs Feld draufbringen. Wir müssen noch grubbern. Ja, aber es soll ja für beide Arbeit da sein. Obwohl, wir können ja zu zweit grubbern. Ach nee. Da war ja was. Der Holger hat ja irgendwie einen Termin. Ich glaube. Ja? Er verrät mir ja nicht was. Ich habe gleich meinen Termin. Wenn du jetzt, sobald du mit Kalten fertig bist, habe ich meinen Termin. Ja, doch einmal zurück hier, noch so einen schmalen Streifen und dann bin ich hier durch. Also würde ich dir das Fass jetzt quasi auf die Kuh schon mal hinstellen. Den Schlauch hier abkoppeln. Schon mal auffüllen.
Nachbarn hier nicht alles kaputt fahren. Wobei, das ist, glaube ich, unser eigenes Feld. Das war wieder ein schönes Eigentor. Jetzt bist du wieder, du bist ganz durchgewinnt jetzt, ne? Weil du ganz genau ja, nicht weißt. Ich Kopfkino hab, was du jetzt wieder für einen Termin hast. Siehste? Das haben wir noch nie gehabt, dass wir hier die alte Liebe machen und du plötzlich einen Termin hast und weg musst. Das ist mir neu. Ich bin nicht neugierig, ich möchte es nur gerne wissen. Warte doch einfach ab. Ja, ist doch gut. Jetzt machst du den Leuten, den Zuschauern auch nur die Nase lang. Ja, das ist ja eigentlich meine Absicht. Damit sie jetzt nicht wegschalten. Die wollen ja vielleicht auch wissen, was du hier im Schilde führst. Ja, naja, komme ich mit, weiß ich nicht, einem Anhänger voll Hühner wieder oder so. Da sind sie vollkommen enttäuscht. Ah, wir sind einen Schritt weiter. Ach so. Siehste, also man muss die Leute bloß in den Fehler reintreiben. Das funktioniert schon, ihr merkt das. Also, ich liebe dieses Spiel. So. Gar nicht liebe, dass ich hier den... Ach, wieso geht denn der Schlauch jetzt hier nicht dran? Gut, ich bringe jetzt mal hier den schönen neuen Lanz zurück. Okidoki, also. Oder hast du einfach nur keine Lust auf Grubbern, dann könnte das sein. Zwölf. Weil, ja, ist ja halt, ne? So, guck mal, wie schön das hier auffüllt. So, nochmal aus, das Ding. Also wärst du soweit? Ja, ich würde vielleicht bloß mal noch hier den... Oder nee, ich merke schon, du musst los. Zweck. Er füllt ja noch, dauert ja noch ein bisschen. Er füllt noch. So, bis später. Bis denne. Ne? Mach ja, keinen Blödsinn. Mal gucken, wo du jetzt hinläufst, in welche Richtung. Du musst aufpassen, dass das Güllefass nicht überläuft. Ja, genau, mache ich. Warte mal, hier bebt der Schlauch schon. Ist gar voll schon, oder was? Ja, pass mal schön auf, dass da nichts passiert, ne? Bis gleich. Ja, bis denne. Nee, ist noch nicht mal halb voll. Sehr dickflüssig hier, oder was, die Brühe? ...5000 Liter haben wir jetzt drin. Naja. So, jetzt ist full. Also... Wichtig ist, Schieber erstmal zumachen hier. Halt, nicht einsteigen. Muss natürlich die Hand zu sehen sein. So. Schieber zu und jetzt können wir den Schlauch abkoppeln. Sonst gibt es unschöne Sommersprossen. Den Holger haben wir ertappt hier. Der ist mit runtergelassenem Stützrad gefahren. Siehst du? Ist mir aber auch schon passiert. Doch keinen Zahnarzttermin haben, oder? Samstags hat er keinen Zahnarzt auf. Bin schon sehr neugierig, muss ich ganz ehrlich gestehen.
So, einmal durch die Maispflanzen und zurück. Und raus mit der Stinkebrühe. Irgendwie jetzt ganz komisch, jetzt bin ich alleine, hab niemanden mehr zum Reden, jetzt muss ich hier alleine die Veranstaltung schmeißen. So, mal sehen, ob ich mit dem Rest noch zurückkomme, aber es sollte eigentlich passen. Sehe ich im Wald vor lauter Bäumen nicht. Boah. So, einmal wenden. Und dann Richtung Vorsilo zurück und dann sind wir durch hier. Oh, und dann sehe ich mich eigentlich hier alleine grubbern. Hä? Hä? Was ist denn das? Was ist denn das? Spinn ich? Ist das eine Fata Morgana oder was? Nee. Was macht denn der? Das ist wohl dein Termin. Bin wieder da. Alter, was ist denn das Geiles? Ein Schlüter. Ich hab dir doch gesagt, der hat den ganzen Hof mit Schätzchen vollstehen. Ohne Scheiß. Und dann hab ich den mal echt gefragt, ob er mir den nicht mal einen Tag ausleiht. Einfach mal nur zum Fahren. Boah. Und da hat er gesagt, kein Problem, der müsste mal wieder bewegt werden, ich könnte gerne haben. Guck mal, gewienert, der glänzt. Und wir fahren damit über hier unser stinkendes Güllefeld, super. Gut, können wir ja nachher wieder waschen. Ja, müssen wir, sonst kriegen wir nie wieder was. Aber das ist ja mal ein geiles Ding. 370 PS. Tja, das ist dann in der Zukunft, ne? Die gibt es ja noch gar nicht, wo wir hier unterwegs sind eigentlich in der Zeit. Aber cool. Ja. Und vor allem, was ist denn da für ein Monstergrubber dran? 6 Meter. Tö, was hat unsere Ecke? 2,5 oder so? Jo. Geil. Aber ich wollte dich ja nicht alleine grubbern lassen. Ich meine, du kannst ja gerne mal reinspringen. Ich muss mich mal reinsetzen, muss mal gucken. Oh, was ist denn der hier? Ein ganz modernes... Fahrerhaus. Wahnsinn. Aber der ist nur geliehen, ne? Also. Ja, ich weiß schon. Also keine großen Runden fahren. Nee, nicht, dass du jetzt denkst, ich habe den jetzt wieder gegen irgendwas eingetauscht oder so. Nee. Nee, ist mir schon klar. Also der geht definitiv zurück. Ja. Oh! Der hat ja mal eine Hupe. Kann ich ja mal eine Runde fahren damit? Klar. Ich gülle mal zu Ende. Ist bloß noch das Stück. Ja. Boah. Der klingt ja... Das sind ja wie 3 Motoren von unseren Treckern drin, oder? Und der hat Allradlenkung. Ja, wie geil ist das denn? Und war das jetzt eine Überraschung? Ja, schon. Wie gesagt, ich habe auch sehr viel Blödsinn gemacht, wo du nicht da warst. Bin aus dem Trecker, aus dem Fahrenden rausgesprungen. Och. Halb in unser Feld gegenüber reingefahren und. Also, naja, wenn man Kopfkino hat, ne? Du hast das Stützrad hochgemacht von dem Güllefass. Ja. Sehe ich grad. Bevor du den ganzen Hof aufreißt damit.
habe ich mir gesagt, mach's mal hoch. Ups. Passiert. Ja, also das ist auf jeden Fall mal eine sehr schöne Überraschung hier. Mal mit so einem dicken Ding. Vor allem machst du richtig Meter mit, ne? Ich wollte gerade sagen, also es ist für unser Feld hier natürlich eine willkommene Abwechslung, weil dann sind wir ja ruckzuck durch, dann müssen wir uns ja wirklich noch Gedanken bald machen, was wir hier noch andrillen. Ich hole mal den kleinen passenden dazu. Die Gülle sind wir ja fertig. Sehr schön, also der Holger, der überrascht mich immer wieder. Also nicht bloß heute hier, sondern mit seinen Ideen. War ja echt Holgers Idee, muss ich sagen. Ja, weil ich fand einfach, der wurde irgendwie noch gar nicht gezeigt irgendwo. Ich meine, gut, für die Karte ist er jetzt zu groß. Ne? Zu groß und eigentlich zu modern, ne? Ja. Passt genau. Ja jetzt nicht in die Zeit, aber. Aber wiederum, prinzipiell passt er zum Thema mit dazu, ne? Weil es ja doch auch ein Oldie ist. Mehr oder weniger schon. Richtig. So, was jetzt nicht so richtig schön ist, ist der Grubber hier. Aber, ja. Da haben wir einen gesucht, der so ein bisschen auch in die Schiene reinpasst. Und was Besseres hatte ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Tja, da ich in René ja wieder mal ins kalte Wasser geschmissen hatte. Ja, ja, ich wäre ja nur noch, also ich bin ja nur noch im kalten Wasser irgendwo. Nee, ist Quatsch. Nee, aber die Animation von dem Grubber ist jetzt nicht die schönste, sag ich mal. Aber es ging ja auch nicht um den Grubber zu zeigen, sondern um die Spieler zu zeigen. Genau. Und wir wollten ja auch irgendwo was dranhängen an den Schlüter, ne? Was ein bisschen der Leistung gerecht wird. Wahrscheinlich wären das dann noch 8 Meter gewesen. Aber ich finde, das ist eine schöne Kombi hier. 6 Meter Grubber passt. Ja, ich lasse mir dann hier die kleine Ecke für mich hier. Ich mach das nicht fertig, um Gottes Willen. Du sollst da auch in den Genuss kommen. Es war ja dein Vorschlag und dann darf auch jeder mal die Hälfte grubbern damit. Ich habe aber im wahren Leben, muss ich dir gestehen, noch nie einen echten Schlüter gesehen. Also das habe ich noch nicht geschafft. Ich auch nicht. Und da gibt es ja auch, glaube ich, mehrere Varianten. Es gibt ja, glaube ich, auch kleinere, aber... Es gibt kleinere, genau. Aber ich habe... Das ist wahrscheinlich hier das Flaggschiff. Aber wie gesagt, ich habe auch noch keinen gesehen. Sagt, dann Eicher und Lanz und sowas, das sieht man ja doch auf diversen Oldtimer-Treffen doch immer mal, aber das hier ist dann schon spezieller. Ja. Hätte ich gleich wieder eine Frage an unsere Zuschauer, weil da weiß es bestimmt wieder einer oder befragt Google. Das geht jetzt bei mir schlecht, wenn ich hier am Fahren bin. Wie lange haben sie die gebaut? Bis die 80er rein? Würde ich jetzt bald denken, ne? So vom Design her. Ja, also schätze ich auch mal. Die Firma gibt es ja nicht mehr, ne? Die sind ja weg. Genau. Also gefühlt zieht der hier im Standgas durch, ne? Also der Motor, der strengt sich kein bisschen an. 300 PS oder 370 PS, ne? Das ist natürlich... Der zieht einfach hier locker durch. Aber wie du schon sagst, der passt nicht so ganz in die Geschichte rein. Nee, nee, das macht er nicht. Gerade ziehen, dass wir hier wieder
gerade einen Schnitt haben. Boah, was macht denn der Grubber jetzt? Jetzt hebt doch fast ab hier. Aber die Allradlenkung brauchst du auch, weil sonst wäre der Wendekreis wahrscheinlich extrem mit dem Ding. Das denke ich auch mal, ja. Ist auch so mit der Allradlenkung, finde ich jetzt nicht unbedingt der allerwendigste, aber wenn ist auch ein großer Trecker, ne? Ich gerade sagen. Der Wotan ist ja eigentlich auch einer unserer größten mit, wenn du den daneben stellst, ja, da denkst du, der schnupft den da im Luftfilter auf. Und wo ich mir nicht ganz sicher bin vom Größenverhältnis, weil du es gerade jetzt sagst, ob der wirklich, also vom Mod her, ist der wirklich zu groß. Stimmt, das gab es ja in der Vergangenheit schon mehrmals, ne? Auch andere Mods, jetzt nicht nur Traktoren, PKWs und so, wo dann die Größe nicht gepasst hat, die Skalierung. Er ist schon sehr gewaltig, ne? Genau. Aber wie René schon sagt, wir sind wissbegierig und wir lernen gerne dazu, wenn es wirklich einer weiß, gerne reinschreiben. Ne? Denke ich, das machen die Leute. Kennt einer so einen? Regelmäßig schauen, die machen das, denke ich. Genau. Und helfen uns, wenn es möglich ist. Weil es sind ja doch interessante Themen eigentlich, ne? Wir sind ja eigentlich mit den. Ja, du. Du ja weniger. Nee, eigentlich. Das ist so doof. Ja, weniger. Nee, eigentlich ja nicht. Eigentlich sind wir beide mit den Oldtimern groß geworden. Ja, ich wäre mit den Ost-Oldtimern, genau. Und du halt mit den westlichen, ne? Da ich ja auf der anderen Seite des antifaschistischen Schutzwalls groß geworden bin. wie die Mauer so schön in der DDR hieß. Ich würde sagen, ich fahre jetzt mal die Bahn noch vor und dann tauschen wir mal die Geräte. Fahre ich mal noch eine Runde Eicher. Kannst du auch mal noch ein bisschen mit Standgas hier den Grubber durchziehen. Also ich habe die Maispflanzen jetzt weggekriegt, bis auf 2 Stück. Also die werden wohl in der Karte integriert sein irgendwie. Genau, da werden dann unsere Maiskolben für den Grill dranhängen. Genau. Sehe ich ganz deutlich vor mir. Naja, aber deine Chili-Marinade da, das klingt ganz gut. Das muss ja nicht Chili sein. Das kann ja auch eine ganz andere und normale Marinade sein. Auf jeden Fall, dass Geschmack rankommt, sagen wir es mal so, ne? Ja, wichtig ist eben halt über Nacht einlegen. Also so habe ich es rausgekriegt, ne? Damit die sich richtig schön vollsaugen mit den Gewürzen. So, ich drehe mal noch rum hier und dann würde ich mal das Steuer übergeben. Ja, ich muss stehen hier, sind wir nicht so weit auseinander. Nee, das schaffe ich gerade noch mit Laufen. Gut. Also, tschüss Schlüter, war schön, dich mal fahren zu dürfen. Muss ich ja jetzt mal so sagen, ne? Wir müssen ihn ja wieder abgeben. Ja, definitiv. Aber war schön. Gut. Also, ich denke mal, den wird er nicht hergeben. Definitiv nicht. Ja, und ganz ehrlich, dauerhaft möchte ich den auch nicht hier haben. Nein, der passt doch, wie gesagt. Weil er nicht dazu passt und... Ja, und optisch ist es schon ein spezielles Gerät, ne? Also...
bin jetzt ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt sagen könnte, der ist richtig schön. Wie siehst du das? Ja, wenn du dir auf YouTube so die Bilder so anguckst, die Form stimmt ja schon, ne? Ja, und ich meinte das jetzt nicht auf den Mod bezogen, sondern auf den Traktor selber bezogen. Naja, und im Endeffekt sind die ja auch, wie sagt man so schön, im Preis auch in der Rarität, ne? Wenn man einen gebraucht irgendwo. Ja, darauf will ich gar nicht raus. Ich finde einfach, es gibt schönere Traktoren, sagen wir es mal so. Naja. Von der Optik her. Preis und so, alles dahingestellt. Und es ist ein Exot geworden. Aber, ja. Aber erinnere dich nochmal an die Dutras. Genau so ein Ding, die Dutras. Das ist auch so ein Gerät, wo ich sage, schön ist was anderes. Aber sie waren halt auch da, ne? Das gehörte zum Straßenbild, hätte ich jetzt beinahe gesagt, zum Bild von vielen LBGs, dass die so ein Dutra hatten. Hießen die noch Langnase oder irgendwie sowas, ne? Im Volksmund hießen sie Langnasen, genau. Sehr spezielles Gerät auch. Und die hatten auch Kraft, ne? Ja, waren keine Schnellläufer in dem Sinne. Also so zum Abfahren wurden die nicht benutzt, sondern doch mehr zur etwas schwereren Feldarbeit. Gerade wie hier sowas, grubbern, pflügen. Das war Dutra-Domäne. Aber ich habe auch noch keinen vorn sehen. Ich habe im letzten Jahr, da waren wir ja nicht im Urlaub, sondern 2019 im Urlaub, war ich in so einem Museum. Du kennst ja die Geschichte, Holger, da habe ich Güldner stehen sehen, Porsche Traktoren, ganz kleines, süßes Museum an der Ostsee oben, direkt in dem örtchen Usedom. Und dort standen Dutra mit da und da war ich auch erschrocken, dass der eigentlich gar nicht so groß war. Okay. So hoch. Also, wenn du davor stehst, da ist es jetzt nicht, oh Gott, wisst ihr, wie der Schlüter hier, was ist das für ein Riesending? Nee. Naja, ich meine, du hast mir davon erzählt, hast mir Fotos geschickt und es ist schon interessant, sowas aber auch mal überhaupt im Originalen zu sehen. Eben, dass es noch sowas gibt. Eben auch so ein Güldner und dieses Rot, das war haargenau dasselbe Rot, was auch der Mott hier hat, ne? Oder so ein Porsche-Traktor. Erzähl das doch heute mal jüngeren Leuten, die wissen das doch gar nicht mehr. Weißt Sachen, die Porsche hat doch nie einen Traktor gebaut, das sind doch Sportwagen. Nee, die haben auch Traktoren gebaut. Richtig. Naja, so, ich ziehe jetzt hier noch dieses kleine, schmale Keilchen nach vorn, Holger, aber dann habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Jetzt sag nicht, die Zeit ist schon wieder rum. Ja, es ist schon wieder über eine Stunde rum. Ist doch wohl nicht wahr, ey. Doch. Ja, ist so, müssen wir durch, aber es geht ja bald weiter hier mit LS19. Nämlich heute Abend 20 Uhr bei mir auf dem Kanal machen wir zwei, der Holger und ich, einen schönen, entspannten Livestream von der Untergriesbach. Die Karte Seasons Ready machen, das ist der Hintergrund. Bleib halt mal stehen, bitte, Holger. Da haben wir noch ein schönes Bild hier zum Abschluss. Du im Schlüter. Oder vorm Schlüter. Du hast mich gleich rausgebracht. Entschuldigung. Ja, Karte Seasons Ready machen. Seid einfach vielleicht da heute Abend, wenn ihr Zeit und Lust habt. 20 Uhr geht's los live. Und hier für die Geschichte würde ich sagen, bedanken wir uns auch ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffen, dass es euch gefallen hat, dass euch Holgers Überraschung gefallen hat. Also mir hat sie gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist cool, mal dieses Ding zu fahren. Wer weiß, was der Typ noch alles für schöne Traktoren hat. Ich muss da mal hin. Ja.
Und vielleicht überrascht uns ja der Holger noch mal irgendwann, keine Ahnung. Wir werden sehen. Wer weiß? Wer weiß, genau. Ja, also ich sage jetzt nichts mehr. Danke, habe ich gesagt. Holger möchte auch noch was sagen. Wir sehen uns heute Abend. Macht's gut. Tschüss. Ja, ich bedanke mich auch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Denkt heute Abend, wäre nett, wenn ihr vorbeischauen wolltet im Livestream. Geht auch um Mais Plus ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen einzuführen. Aber die Leute, die letztes Mal zugeschaut haben, das Projekt ja so ein bisschen auch verfolgt haben, wissen das ja auch. Wie René sagt, die Karte wird Seasons Ready gemacht. Eine Stufe extremer, sagen wir es mal so. Eine Steigerung reinbringen. Macht bestimmt Spaß. Hat letztes Mal auch mit euch Spaß gemacht und ich denke, das wird's wieder. Aber trotzdem, ich bedanke mich hier genauso fürs Zuschauen. Die Überraschung ist gelungen. Die nächste kommt vielleicht, wer weiß. Und ich würde sagen, seid überrascht, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ciao.